Ja, Sportsfreunde, nach dem Ötztaler ist vor dem nächsten Triathlon-Event und wir sind heute oder das ganze Wochenende mal beim Ironman 73 Strandräuber Binz, vierte Auflage, und wir wollen mal schauen, ob wir vielleicht den einen oder anderen Profi vor die Sportsfreunde-Kamera bekommen. Let's see, alles klar. Ich habe gesehen, du hast auf deiner Facebook-Seite vor kurzem einen Beitrag gepostet mit dem Pain Cave, hast du eingerichtet. Und ich habe gesehen, du hast so eine lebensgroße Statue da stehen mit seinem Einteiler von Roth 2015, glaube ich. Verbindest du da bestimmte Erinnerungen oder habe ich deutlich da zu viel rein? So? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also es ist eine schöne Erinnerung, war halt auch ein cooler Tag. Die Statue an sich, oder das ist eigentlich so eine Pappfigur, die hat immer meine Schwester gemacht, weil die wie so ein Public Viewing für Hawaii veranstaltet hat. Okay. Und da ist diese Statue mal entstanden. Und die muss ja irgendwo auch stehen, und von daher hat die da eigentlich einen ganz guten Platz gefunden. Achso. Ich dachte so von wegen Visualisierung der größten Erfolge. Du bist ja Erster geworden, glaube ich, nicht 2015. Ja. Das aber... Nee, gar nicht. Also es ist, ich meine, es ist eine schöne Erinnerung, aber ich glaube, ich würde mich selber da noch nicht in Gips gießen. Achso, okay. Das spricht für dich. Du warst jetzt 5 Wochen in St. Moritz, oder? Ja. Im August. Also für mich als Triathlon-Rookie so, ich habe noch nicht Höhentraining gemacht. Wie ist das Feeling so jetzt, wenn du jetzt wieder in die Ebene kommst? Wie fühlt sich das an so dann danach? Ja, okay, Höhe finde ich, also ich habe es jetzt auch zum ersten Mal gemacht, aber persönlich wird es dann so ab Intensitätsbereichen von 80, 85, 90% und drüber, da wird es dann richtig interessant, weil da merkst du halt auch obenrum, dass der Sauerstoff fehlt, wo man Sauerstoff braucht. Und das sind halt so Bereiche, die habe ich danach jetzt auch kaum trainiert, von daher ist es für mich ein Experiment. Deswegen mache ich jetzt auch bewusst 2 Wochen nach dem Höhentrainingslager noch ein Rennen, um halt auch zu sehen, inwieweit sich das in den Intensitätsbereichen positiv für mich auswirkt. Kann man da überhaupt maximale Intensitäten so gehen dann quasi in der Höhe, oder macht man da eher Grundlagenbereich so? Ja, man kann schon relativ hochfahren, aber klar, man kappt sich obenrum ab. Also es ist halt einfach irgendwann, wenn Sauerstoff fehlt, dann wollen die Muskeln nicht mehr. Ja, okay, dann fehlt halt irgendwas in der Versorgung, und dann wird halt irgendwann es ist ja eine Kette, die wo Sauerstoff ganz oben steht, und wenn man sich das abkappt, dann ist es natürlich schwieriger, die Leistung so zu bringen, wie man es unten, oder von den Geschwindigkeiten, was aber nicht heißt, dass man nicht in den gleichen Intensitätsbereichen trainieren kann. Man muss halt dann einfach ein bisschen ruhiger machen. Ja, verständlich. Und ich meine, jetzt ist ja nochmal ein kleiner Formcheck jetzt hier quasi. Ganz kurz trotzdem mal auf Kona. Du hast jetzt 2015 als Erster damals an Till Sagan, nicht? Den Videotagebuch. Das kam ja gut an, so, wenn man so in der Szene ein bisschen rumgefragt hat. Mir persönlich hat es auch echt gut gefallen. Hast du da vor, das nochmal zu starten? Und was war deine Intention dabei? Ja, erstmal die Intention dahinter war halt auch einfach, dass man selber sich so zeigt, wie man ist, und dann auch, wie man nach außen oder relativ vielen Leuten halt auch zeigen kann, was es bedeutet, so ein Rennen halt auch anzugehen, und dann gerade so die heiße Phase, also die Until, bis es dann halt auch wirklich losging. Und das war schon interessant, aber es hat auch viel Kraft und viel Energie gekostet, sodass ich das diesmal eher im Ruhigen machen will. Ich meine, es wird 2-3 Aktionen geben. Das ist so auch so in der Hinterhand, haben wir so ein bisschen was geplant, aber jetzt nicht in der Größenordnung, wie wir es damals gemacht haben. War ein Experiment. Aber wie gesagt, es war echt ganz geil so. Es hat schöne Einblicke gegeben in so ein Profileben, auch so ein bisschen die Emotionen. So, nicht, du hast dir auch danach gezeigt, so gehört halt alles dazu, oder nicht? Also ja, Sport hat halt wirklich viele Facetten. Man kann es natürlich immer cool darstellen. Am Ende ist natürlich, und das ist auch mein Ziel, ist, dass es halt sportlich passt. Und es hat dann halt einfach, sah zwar alles schön und spektakulär aus, aber ich hätte es natürlich besser gefunden, wenn es am Ende ein besseres Happy End gegeben hat. Ja, von daher probiere ich, dass es diesmal so ein bisschen umdrehe und dann hoffentlich am Ende auch nicht ganz so viel Tränen gibt. Okay. Letzte Frage für morgen in einem Satz. Was hast du dir vorgenommen? Ja, morgen ist Bundesliga, oder? Sonntag? Ja, ein Klugschiss hier. Nee, es ist halt wirklich ein Test. Und ich denke, auch gerade so für mein Kona-Rennen ist es key, ein relativ konstantes Rennen zu machen. Und das ist eigentlich mein Ziel für Sonntag. Also möglichst das Gaspedal durchdrücken, aber halt diese letzten Prozente mir aufzusparen, damit ich halt nicht diese Spitzen habe, damit ich halt auch wirklich einfach mal von A bis B, vom Start bis zum Ziel, konstant gut durchkomme und eigentlich so in die Bereiche kommen will, die ich halt auch theoretisch drauf haben müsste. Alles klar, danke dir. Danke, bitteschön.